Heute ist der Tag, an dem das Scheitern und das Versagen der EZB der letzten Jahre gewissermaßen direkt auf den Punkt gebracht wird. Und das sage ich nicht leichtfertig. Es ist sicherlich nicht leicht, eine solche Notenbank zu leiten, einen solchen Währungsraum zu leiten. Das ist ja der Konstruktionsfehler des Euro schlechthin, dass verschiedenste Währungsräume, respektive verschiedenste Wirtschaftsräume, genauer gesagt, mit verschiedenen Gesetzgebungen dann in eine Währungsunion überführt werden, mit völlig unterschiedlichen Wirtschaften, mit völlig unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, Verschuldung etc. Was für das eine Land gut wäre, wäre für das andere Land schlecht. Aber die EZB muss für alle Länder irgendwie eine Politik machen, und was dabei rauskommt, ist Murks. Und dieser Murks, den sehen wir hier, das ist also systemisch angelegt. Man kann vielleicht den Verantwortlichen nur eine begrenzte Schuld zuschieben an dem Debakel. Aber wenn wir uns die Herrschaften anschauen, dann muss man sagen, naja, da ist eine systemimmanente Fehlkonstruktion, die dann auch noch mit vergleichsweise sehr schwachen Protagonisten besetzt wird. So könnte man das vielleicht auf den Punkt bringen. Und mit der Allerschwächsten der Schwachen fangen wir gleich mal an. Das ist Madame Inflation Lagarde, die noch 15. November verkündet hat, also die Bedingungen für Zinsanhebungen im Jahr 2022 sind nicht erfüllt. Sagte sie, man erwarte weiterhin eine Abschwächung der Inflation im kommenden Jahr. Diese werde aber langsamer vorangehen als ursprünglich erwartet. Also das war das Mantra: Inflation is transitory, Inflation ist vorübergehend, geht schon vorbei. Zum selben Zeitpunkt, 7 Tage später, sehen wir diese Aussagen dieses jungen Mannes hier, das ist Jerome Powell, angesichts seiner Neunominierung als Fed-Chef durch Präsident Joe Biden. Und wir erinnern uns, auch die Fed hat ja sehr lange von transitory gesprochen, Inflation, das geht vorbei etc. Umso bedeutsamer dieses Statement, was dann Jerome Powell mit der Nominierung durch Joe Biden als neuer und alter Fed-Chef gesagt hatte. Da hat er gesprochen von a burst of inflation. Also eine Woche, ein, zwei Wochen vor diesem Statement, 22. Januar, genau eine Woche nach dem Statement der Madame Lagarde, dass die EZB im Jahr 2022 nicht die Zinsen anheben wird, sagt dieser Mann burst of inflation, nachdem er kurz vorher noch die Inflation als vorübergehend bezeichnet hat. Und wir werden alles dafür tun, dass diese Inflation nicht entrenched wird, also breit gefächert überall der Fall sein wird. Seitdem ist dieses Wort Inflation entrenched sozusagen zum Standardvokabular der Fed geworden. Also die eine sagt, überhaupt kein Problem, Inflation geht runter, aber ein bisschen langsamer. Der andere sagt schon, oh, da haben wir ein Riesenthema. Und auch der sagt es sehr spät, wie auch die Kollegin von der Fed, nämlich Lael Brainard, die in ihrem Statement am selben Tag wie Jerome Powell, wo sie als Vizechefin der Fed nominiert wurde. This means getting inflation down at a time when people are focused on their jobs and how far their paychecks will go. Also die Frage, wie weit wird denn überhaupt ihr Paycheck reichen können, weil eben die Inflation die ganze Geschichte so schwierig macht. Also das zeigt so ein bisschen diese massive Differenz zwischen der EZB und der Fed im November. Seit November hat die Fed etwas getan. Sie hat zuletzt die Zinsen um 0,75 angehoben und dann davor schon um 0,5, sodass man jetzt bei 1,75% steht und wahrscheinlich nächste Woche mindestens 0,75%, dann auf 2,5% die Zinsen anheben wird. Und die EZB hat seitdem gar nichts gemacht. Null, nada, niente. Die wird heute das erste Mal seit 11 Jahren die Zinsen anheben, und das in einer Situation, wo seit Juli 2021, also vor einem Jahr, jetzt 75 Notenbanken bereits die Zinsen angehoben haben um durchschnittlich 1,75%. Die EZB also praktisch ganz, ganz hinten, nur die Bank of Japan, dazu gleich mehr, ist noch weiter hinter der Kurve, und das ist schlichtweg peinlich. War es so, dass Madame Lagarde Gründe hatte, die Inflation nicht so ernst zu nehmen wie die Amerikaner? Schauen wir uns mal die damaligen Inflationsraten an in den USA. Gehen wir mal vom Oktober aus.
die Reden von Lagarde und den Paul und Brainard von der FED waren im November, aber da lagen wahrscheinlich erst die Oktoberdaten vor. Das heißt, im Bewusstsein der damals Sprechenden hatten wir die Oktoberraten. Da waren wir in den USA bei 6,3% und in der Eurozone bei 4,1%, allerdings mit einer klar steigenden Tendenz. Das war da schon absehbar. Vor allem, wenn wir uns mal die Erzeugerpreise anschauen, die waren damals in den USA bei plus 6,9% zum Vorjahresmonat, in der Eurozone allerdings schon bei 21,9%. Das heißt, das ist Pipeline-Inflation. Das heißt, Frau Lagarde hätte wissen müssen, dass wenn die Kosten für die Unternehmen in der Eurozone um 21,9% steigen, dass die Unternehmen dann natürlich irgendwie zumindest zum Teil diese gestiegenen Kosten an die Konsumenten weitergeben werden müssen. Und Inflation sind ja qua Definition die Verbraucherpreise, also das, was die Leute zahlen, nicht das, was die Firmen etwa für ihre Produkte im Einkauf bezahlen. Dementsprechend war klar, dass die Unternehmen die Preise erhöhen müssen, dies teilweise an die Konsumenten weitergeben müssen. Wie man also dann sagte, dass die Inflation nach unten kommt, angesichts einer davor auch schon stark gestiegenen Erzeugerpreisentwicklung, die eben dann im Oktober schon auf praktisch 22% gestiegen war, das ist totales Versagen. Da kann sie nicht sagen, ja, hat doch keiner wissen können. Natürlich war damals noch nicht der Ukraine-Krieg, klar, das kann man nicht wissen, aber die Inflation war vorher schon außer Kontrolle und begann ins Rollen zu kommen. Deswegen ist das keine Putin-Flation, sondern das ist eine Lagarde-Flation, die wir hier jetzt leider erleben müssen, eine ECB-Flation. Und jetzt schauen wir uns mal die Aufgaben an, die eigentlich die EZB hat. Was macht eigentlich die EZB? Erstens soll sie eigentlich, und das ist praktisch ihr oberstes Mandat, Preisstabilität gewährleisten, hat sie hervorragend geleistet, ja, kann man nicht meckern. Und dann soll sie was fürs Wirtschaftswachstum tun, klar, Geld drucken, das kann Frau Lagarde sehr gut. Dann hat man ja Währungsreserven, Dollar, Yen und so weiter. Und man soll die Banken regulieren, auch das macht man sehr, sehr gut. Da macht man Klimastresstests und bestraft all diejenigen, die noch Kredite an Firmen geben, die in irgendeiner Form mit fossilen Energieträgern zu tun haben. Das führt dazu, dass eben dann immer weniger investiert wird in diesem Bereich. Das ist einer der Puzzlesteine, einer der Gründe, warum wir jetzt so eine massive Energiekrise haben, an der also die EZB auch indirekt mitschuld ist. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Negativzinsen. Sehr wahrscheinlich wird die FED, nicht die FED, sondern die EZB auch heute die Zinsen nämlich die Einlagezinsen, die also die Banken bekommen oder zahlen, wenn sie Geld über Nacht bei der EZB parken, die werden wahrscheinlich negativ bleiben heute, auch wenn die EZB den Leitzins anhebt. Unterschied zwischen Leitzins und Einlagezins. Und hier sehen wir, dass wahrscheinlich das sich nicht ändern wird. Das heißt, in Zeiten einer Inflation von 8,6% bleibt der Einlagezins weiter negativ. Was bedeutet das? Hier mal aus einem Video habe ich das mal hier exzerpiert. Einlagezins, wenn ich den Einlagezins senke, dann erhöhe ich letztendlich die Geldmenge auf dem Markt. Mehr Geld ist im Umlauf. Und das letztendlich sorgt für eine steigende Nachfrage und in Gefolge dessen eine steigende Inflation. Mit anderen Worten, wir haben ja derzeit eine Situation, wo wir zu viel Nachfrage bei zu wenig Angebot haben. Das ist die Hauptursache für die Inflation, nebst der Tatsache, dass die Notenbanken vorher massiv Geld gedruckt haben, sodass eben jetzt dieser Stein dann so dynamisch ins Rollen kommen konnte. Jetzt also hatte die EZB faktisch die Nachfrage verstärkt und tut es immer noch mit negativen Einlagezinsen, sodass sie das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot noch weiter in Richtung Frage verschiebt, was dann die Inflationstendenzen noch weiter erhöht. Also sie kippt weiter Öl ins Feuer, Benzin ins Feuer, zumal sie ja nach wie vor Anleihen kauft, also nach wie vor Quantitative Easing betreibt. Und jetzt wird sie auf der einen Seite den Leitzins anheben, den Einlagezins aber negativ lassen, gleichzeitig immer noch Anleihen kaufen und wahrscheinlich dann jetzt ein neues Programm sogar anlegen oder auflegen in Sachen Anleihen. Aber jetzt zunächst mal die Frage, die sich jetzt heute stellt, 0,25 oder 0,5%, wie wird da der Zinsschritt ausfallen nach einem Bericht einer Agentur, dass möglicherweise eben doch eine große Zinsanhebung anstehen könnte, aber wahrscheinlich
oder ich würde die Wahrscheinlichkeit etwas größer einschätzen, dass die EZB dann doch nur 0,25% macht, nachdem man eigentlich immer kommuniziert hat, wir werden die Zinsen um 0,25% anheben im Juli und dann wahrscheinlich im Juli um 0,5%. Wir wollen also mit einer kleinen Zinsanhebung anfangen. Dementsprechend wäre ich da im Camp von Rabobanken, die sagt, das wird heute ein kleiner Zinsschritt und das könnte den Euro dann schwächen. Einer, der noch krasser drauf ist als Madame Inflation Lagarde, ist Monsieur Kuroda. Kuroda ist der japanische Notenbankchef, der heute bei einer Sitzung wieder sein Mantra wiederholt hat. Wir lassen die Geldpolitik ultra locker. Was wir unten sehen, ist die Folge davon. Dollar-Yen über 138, der Yen ist im freien Fall. Das ist für viele Japaner ein echtes Problem. Etwa wenn man importieren muss in Japan, dann hat man ein Riesenthema mit dem schwachen Yen. Man sorgt sich auch darum, dass möglicherweise japanische Firmen dann günstigst aufgekauft werden könnten. Aber zurück in die Eurozone, zurück in die EU. Hier ist es jetzt so, dass anders als die normalen Bürger eben die wunderbaren EU-Beamten eben sehr wohl einen Inflationsausgleich bekommen, denn ihre Löhne sind gekoppelt an die Inflation. Das wird gemessen in Belgien, Brüssel, wo ja viele EU-Beamte sitzen, und Luxemburg. Und die belgische Inflationsrate ist bei 9,1%, also mindestens 8,5 werden es werden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Gleichzeitig warnt man aber natürlich auf EU-Ebene und bei der EZB vor der Lohnpreisspirale, also für unsere Leute schon, für die anderen besser nicht, gell? Und das macht eben die ganze Geschichte so schwierig und so unglaubwürdig. Und jetzt kommt eben noch diese Geschichte dazu mit der sogenannten Fragmentierung, also den Renditedifferenzen zwischen etwa italienischen und deutschen Staatsanleihen, aber auch spanischen, griechischen, portugiesischen. Da gibt es jetzt dieses neue Wort Fragmentierung, ja. Und das bedeutet ja nichts anderes und das will die EZB heute vorstellen, wenngleich sie das möglichst vage lassen will, was sie da eigentlich macht, damit keiner ihr genau in die Karten schauen kann. Sie will nämlich faktisch dann etwa italienische Staatsanleihen kaufen oder spanische und dafür im Gegenzug deutsche Staatsanleihen, französische und holländische verkaufen. Warum andere verkaufen? Damit die Geldmenge nicht noch weiter steigt, damit die Inflation weiter geschürt wird. Also will sie das im Prinzip neutral halten. Das eine verkaufe ich, das andere kaufe ich. Aber was passiert denn dabei, wenn eine Notenbank etwa griechische Staatsanleihen kauft und deutsche verkauft? Dann wird ihre Bilanzqualität schlechter. Das heißt, die Sicherheiten, die sie in ihrer Bilanz hat, sind ganz andere, wenn ich zum Beispiel 100% deutsche Staatsanleihen habe, auch wenn wir derzeit in Deutschland ja durchaus auch ein Problem haben. Aber es ist immer noch ein riesiger Unterschied, als wenn ich etwa jemand bin, der als Sicherheit griechische Anleihen anzubieten hat. Also die Bilanzqualität verschlechtert sich. Und Gunnar Sauer, der junge Ökonom, hat gezeigt, als einziger wirklich klar herausstellen können, dass eben bisher die Leute überhaupt nicht berücksichtigt haben bei den Assets der Zentralbanken, welche Funktion die haben, dass die Qualität dieser Assets eine entscheidende Rolle spielt. Und er konnte zeigen, dass in allen Hyperinflationen dann die Zentralbankbilanz oder das Ursache aller Hyperinflationen die rapide Verschlechterung der Bilanz der Zentralbank war. Also die EZB beginnt jetzt massiv mit dem heutigen Schritt dann noch ihre Bilanzqualität massiv zu verschlechtern. Das wird der Weg dann sein, auch zu mehr Inflation, weil die Glaubwürdigkeit, die Besicherung, die die EZB anzubieten hat, wird damit immer geringer. Und so ist eben wirklich zu fürchten, wie hier in der Welt ein Meinungsartikel sagte, dass der Euro zur Lira wird, also zur Weichwährung. Kommen wir jetzt zu einem anderen Problem. Mario Draghis Regierung ist wohl gescheitert. Er dürfte heute seinen Rücktritt erklären. Er hat zwar gestern die Vertrauensabstimmung gewonnen, sehr eindeutig, aber seine drei Koalitionsparteien, Forza Italia und von Berlusconi, dann die Lega und das Salvini und die Cinque Stelle, die sind alle nicht angetreten unter Conte, sind nicht angetreten, haben nicht daran teilgenommen. Das ist faktisch der komplette Bruch der Koalition. Dementsprechend wird diese Regierung heute erklären, dass sie gescheitert ist. Wir sehen jetzt schon, dass die Renditen für italienische Staatsanleihen deutlich nach oben schießen. Hier die Spreads, also die Renditedifferenzen zwischen der 10-jährigen deutschen und 10-jährigen italienischen. Und erinnern wir uns, als Madame Lagarde angetreten war, hat sie gesagt, we are not here to close the spreads. Wir sind also nicht hier, um diese Zinsdifferenzen in irgendeiner Form zu bekämpfen. Ja, so ändern sich die Zeiten. Sie werden die Zinsen 2022 nicht anheben, hat sie gesagt, mehrfach gesagt. Ich habe daraufhin
immer wieder kommentiert, die EZB wird in 2022 die Zinsen anheben. Sie weiß es nur noch nicht. Und jetzt also wird man auch die Spreads natürlich bekämpfen. Damals wusste Frau Lagarde das noch nicht. Und hier sehen wir jetzt mal etwa die Renditen. Hier One Day müssen Sie mal darauf achten. Bei der italienischen, die ist jetzt bei 3,54%, ein Anstieg von 16 Basispunkten. Die anderen sind weitgehend unverändert. Auch Spanien ein bisschen höher. Unten sehen wir dann den Spread, also Renditedifferenz zwischen der 10-jährigen italienischen und der deutschen. Immerhin ein bisschen Erleichterung kommt von der Gasfrage. Es fließt wieder Gas durch in Nord Stream 1. Dürfte um und bei so bei 40% des früheren Volumens sein, etwa in der Höhe, vielleicht sogar ein Ticken drüber dessen, was vor den Wartungsarbeiten geflossen ist. Und vielleicht auch noch wichtig, die Zahlen von der Tesla gestern, die hier unten in der Grafik Tesla Total Deliveries by Quarter zeigen, wie großartig diese Wachstumsfirma derzeit wächst. Man macht mehr Gewinn als erwartet. Das liegt daran, dass man 75% seiner Bitcoins wohl bei $60.000 verkauft hat. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass es mit Bitcoin ein bisschen nach unten ging. Dazu hat man noch Regulatory Credits bekommen, also praktisch die Subventionen. Faktisch wird ja Tesla subventioniert auf Kosten der anderen Autokonzerne durch diese Zertifikate, die die anderen Autokonzerne kaufen müssen und dann faktisch an Tesla ausgeschüttet werden. Also es ist so, dass die Aktie zunächst mal positiv reagiert hat, aber dann so ein bisschen volatil war, weil die Leute natürlich gesehen haben, mit dem Wachstum ist es vielleicht nicht mehr so super toll. Da ist wieder mal viel trickhafte Bilanzkosmetik dabei bei Herrn Musk. Aber jetzt vielleicht noch mal ein Thema, das ich wichtig finde. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand ein E-Fahrzeug fährt, dass er irgendwie ein gutes Gewissen hat. Ja, ich tue ja was für die Umwelt. Aber wenn einer das zum Beispiel in Berlin macht, nur mal ein Beispiel aus der Berliner Zeitung oder BZ, ist glaube ich nicht die Berliner Zeitung, nein. Da heißt es, der Strom, der in Berlin produziert wird oder für Berlin produziert wird, der stammt zu 92% aus Erdgas und Kohle. Nämlich Steinkohle ist hier sehr, sehr prominent und Erdgas. Das heißt, man könnte faktisch sagen, wer etwa sein E-Fahrzeug auflädt, der kann gleich praktisch den Stecker an ein Kohlekraftwerk halten oder eine Erdgasanlage halten. Das ist also nicht so, dass dieser Strom irgendwie aus dem Himmel fällt, ja, sondern der wird eben auch produziert und der wird teilweise mit Strom, also mit der Kohle, also extrem dreckig produziert. Und das macht das Ganze im Grunde so fragwürdig, was da derzeit passiert, dieser ganze Hype, diese ganze Umstellung auf E-Mobilität ist ja schön und gut, aber wenn der Strom, den ich dafür brauche, nicht ausreicht und wenn dann vor allem der Strom so dreckig produziert wird, CO2-intensiv produziert wird, dann halte ich das für einen ziemlichen Schmarrn, einen Scheißdreck auf Deutsch gesagt, meine Damen und Herren, um dies einmal klar zu formulieren. So, wir waren bei Tesla vorhin gewesen, der hat gesagt, wir haben Bitcoins verkauft. Bums, das hat Bitcoin nicht gut getan, Kurs ist gefallen aufgrund der Aussage von Tesla. Eins ist noch zu beachten, meine Damen und Herren, die Zeiten für die EZB-Sitzung und die Pressekonferenz haben sich verschoben von 13.45 Uhr und das gilt auch jetzt für alle weiteren Sitzungen auf 14.15 Uhr, also die Sitzung 14.15 Uhr und dann die Pressekonferenz unserer wunderbaren Frau Lagarde um 14.45 Uhr. Die Linke bereitet sich bereits auf einen heißen Herbst der Proteste wegen der Energiepreise vor, aber vielleicht kriegen die EU-Beamten nur eine Energiepreisangleichung. Gell? Das ist sicherlich drin, ne? Man hat es ja schwer in Brüssel. Ne? Man muss mal, ja, Brüssel, die Baustruktur ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Brüssel waren, das schaut nicht gut aus. Gell? Also da ist die Isolierung nicht gut. Ne? Da brauchen Sie einen Zuschuss, das wird schon kommen. Könnte ein Sinneswandel der EZB den Euro noch retten? Erster Artikel, den ich empfehle, meine Damen und Herren, auch mit einer Einschätzung über Euro-Dollar. Dann der Artikel Ray Dalio und Bridgewater, die haben ja wahnsinnig viele Short, eine gigantische Shortwette auf viele europäische Aktien, vor allem aus dem Eurostock, sind die eingegangen. Wie ist das eigentlich gelaufen? Das werden wir zeigen in Artikel, den ich auch unter Video verlinke. Und dann heute Abend, meine Damen und Herren, eine Art Sommertalk. Der Stefan Risse und ich, wir werden sprechen über Gaszinsen, Rezession, wie geht es weiter mit den Märkten, 19 Uhr, ich packe Ihnen den Live-Link schon mal unter das Video, da bestehe ich auf Ihre Anwesenheit, weil wir einfach so die Großthemen in einem lockeren, amüsanten und hoffentlich auch tiefgehenden Plausch hier auf den Punkt bringen wollen, 19 Uhr also, zwei Artikelempfehlungen plus der Live-Link. Und jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste, Markeflüster heute früher eben, weil 19 Uhr dann eben Bumm und Bast, also Markeflüster so, hoffe ich spätestens 18.30 Uhr dann online. Also Servus, ciao.